Gut, das war Mariachi Madness. Das war Fiesta de los Muertos. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit. Du hast 5 Glückslose verdient. Apropos Glückslose. Schauen wir uns doch mal an, was wir jetzt noch frei rubbeln können. Und was wir dadurch kriegen. Ein Kuscheltier. Okay. 50 Lumen, 500 Lumens. Dann habe ich noch ein Kuscheltier. Und noch ein Kuscheltier. Okay. Das wird ein Hector Origins. Himmlische Sonate. Das sind 1000 Loons. Das hier wird wieder ein Kuscheltier. Die gucke ich mir gleich alle an. Ich werde jetzt erstmal hier alles rein machen. 500 Loons. Komm, das finde ich auch. Ich habe inzwischen fast 47.000 zusammen. So. Und hier finden wir noch einen blauen. Damit habe ich 189 von 700 kleinen Dingen. Und ich gucke mir jetzt die Haustiere an. Zwei Ballons. Und ein Toast. Und noch so ein Blobber. Geister ist das. Oh, dann nehme ich mir noch mit, was die mir gebracht haben. Dankeschön. Das wollte ich nicht. Neues in der Galerie. Okay, die muss ich anscheinend einzeln spielen, damit ich da durchkomme. Okay. Verstanden. Heimgesuchtes Gemälde, heimgesuchtes Gemälde. Ich habe neue Helden freigeschaltet. Hatte ich schon? Ihn habe ich noch nicht. Dieser einstrahlende Held ist von den Darktoons besessen und verbringt seine Zeit damit, Leute zu erschrecken. Leider klappt das nicht so gut, weil viele ihn mit Globox verwechseln. Okay. Ja, dann heimgesuchtes Gemälde kommen. Noch ein heimgesuchtes Gemälde. Nein, da wollte ich nicht reinkommen. Hätte die kleinen Dinge, okay. Ups. Hm. Oh Mann, dann lauf ich dagegen, ey. Gut. Ja. Okay. Da ist auch ein Rhythmus drin, in der Geschenk. Und glücklicherweise bin ich viel zu gut. Okay, Time-Dings ist gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet hätte. Ich habe nämlich gedacht, das wäre immer dasselbe, nur in... Ups. Dasselbe Level, nur in... Geh mal schneller durch. Aber das sind andere Level.
Okay, raus. Ich versuch's, ich muss es einmal bis zum Ende schaffen. Auch wenn es keine gute Zeit wird. Aber so wie es aussieht. Also wie es aussieht, bin ich zu blöd dafür. Ja. Ich bin... Okay, ich muss erst einfach nur rennen. Richtig treten. Hier muss ich eigentlich nur links halten. Hier muss ich springen. Hier muss ich treten. Treten. Laufen. Treten. Springen. Treten. Rechts rum. Okay, jetzt reicht's. Und zwar so reicht's, dass ich sogar am Start bin. Beste Springer. Okay, das Zeitdings geht einfach nicht. Okay, hier ist noch so ein Heimgesuchtding. Nö. Dann lieber die tägliche. Nein, 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 nein. Okay, ich versuche einen davon muss ich mal schaffen. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Nein. Heißt. Fucking. Nein. Okay, das sind jetzt die neuen Herausforderungen. Die versuche ich mal. Okay. Kann ich. Yep. 51 habe ich gleich geschafft. Okay. Wiederholen. Kann ich nicht besser. Okay, los. Ja, nochmal. Ja, mach los.
nur ein bisschen nervig, dass man die anderen sieht. Hallo? Weil man dann denkt, dass man schon viel anders wäre. Nein, komm. Okay, raus. Ich lasse es bei 51. Weil die anderen, die sind zerstörend, möchte ich mal sagen. Da sieht man echt nicht klar, was los ist. Achso, das war auch extrem. So, letztes Mal hatte ich Bronze gekriegt. Was kriegt das mal? Werde ich irgendwann sehen oder auch nicht. Je nachdem. Ging jetzt nicht auf Zeit, oder? Gut gemacht, du bist im Rücken raus, du kannst gewinnen. Ich will das nochmal machen. Sammel so schnell wie möglich Lumis, okay. Das war schon. 48, 71, okay. Viele besiegt. Ja, die täglichen Herausforderungen sind so für den Dauerspaß. Würde ich mal sagen. Weil eigentlich hat man das Spiel ja irgendwann durch und dann ist ja. Jetzt mit dem Spiel, ich habe dafür ein paar Kröten ausgegeben. Nicht so viel. Immer noch dasselbe, okay. Haben wir hier denn noch Rettos oder ist das jetzt in dem Bereich aufgetaucht, den ich noch nicht hatte? Ah. So, was haben wir denn nach Looms de Muertes? Okay. 20.000 Looms und hätte mehr. Da war ich ja schon mal richtig. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Die geheimnisvolle aufblasbare Insel. Ich bin gespannt. Unter dem Meer. Nächste Frage ist natürlich. Was machen die ganzen Looms hier? Warum? Ist das Gebirge, was ich am Anfang versucht habe? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die... ob die so...
Eder. Jetzt sind das nur umsammeln, okay. Aber ich gehe mal davon aus, ich muss ins Wasser, ja? Ja, ganz so aus. Warum schon da unten ein Richterhammer? Okay, da ist zu viel Strömung, da kann ich nicht lang. Dann muss ich von hier runter. Gut aufgepasst, Wache, ups. Na sowas? Okay. Die umkreist das Ding, dadurch kann ich nur den Schatten schwimmen. Ich darf nicht schneller sein als du. Das habe ich nicht geschnallt. Kann ich dich eigentlich auch zerstören? Versuch's nicht. Na, schwimm einfach weiter. Hat keiner was gesehen. Was war das denn hier? Einfach mal hier reinschwimmen. Achso, hatte ich schon. Ja. Hier kann ich nach oben rum.
Bisschen James Bond Musik, oder? Oh. Der irgendwie hat sich hätte. Umspeicher kommt das befreit. Okay. Das alles nur, weil ich die Gefahr hier auch noch mitnehmen mag.